Leute, hier ist wieder euer Kanal Dampferhexe und ich bin die Nadja. Heute testen wir wieder ein Liquid, beziehungsweise zwei. Und zwar, Achtung, das sehen? Schicke Kartons. Ja, und zwar ist das einmal Blueberry Cheesecake und Blue Magic. Und die sind von American Style. Jetzt gucken wir uns Blue Magic mal an. Also wie gesagt, so ein schicker Karton. Hinten drauf Warnhinweise wieder und ist 0 Milligramm. Warnhinweise und so weiter. Und das Ganze, da muss ich aber meine Brille anziehen. Ich das nämlich nicht hin. Also 10 Milliliter sind drin. Und das Ganze kommt also von FlavorTech aus Polen. So, dann machen wir es mal auf. Da ist also das Fläschchen. Also hier ist Gott sei Dank nicht blau, die Flüssigkeit. Obwohl es draufsteht, Blue Magic. Wird wahrscheinlich Blaubeere wieder sein. Es liegt im Moment im Trend anscheinend. So, Kindersicherung, wie man das kennt. Sehr harte Flasche. Und ja, normal. Der Tröpfer ist normal. Und mit in dem kleinen Kartönchen ist aber auch noch fast schon wie bei Medikamenten. Der Beipackzettel. Unter anderem auch in Deutsch steht es also auch dabei. In Englisch, Spanisch, Polnisch, Französisch, Niederländisch. Ja, Englisch hatte ich schon genau. Da steht also nur der Nikotingehalt in Prozent, wenn man sich dann Liquids bestellt mit Prozent, mit Nikotingehalt und wieder Warnhinweise und Zutaten. Steht also nur Propylenglykol und pflanzliches Glycerin, aber kein Mischungsverhältnis. Das steht nicht dabei. Da müssen wir wieder raten oder so. Also, als erstes werden wir testen das Blue Magic. Schauen wir uns das als erstes mal an. Equipment ist wieder der iTaste, der Tröpfelverdampfer und mein iStick 50 Watt. Und jetzt habe ich gestellt, gewickelt ist der auf 1,5 Ohm, gestellt ist 15 Watt. Dann schauen wir mal. Sehr künstlich, das kann ich schon mal vorweg sagen, aber nicht schlecht. Also nichts für jemanden, der jetzt ein Wahnsinnsfruchterlebnis erwartet, nach Blaubeere zum Beispiel. Also für den ist nichts, ist künstlich, das merkt man auf jeden Fall schon mal. Ist ganz leicht frisch. Aber so wenig, dass man es erahnen kann, vielleicht so ähnlich. Nochmal auf 20. Ja, Blaubeere ist natürlich, sehr deutlich.
Ja, wie gesagt, also es ist recht künstlich. Blaubeere schmeckt man auf jeden Fall im Hintergrund. Ist ganz leichte Mentholnote, aber eher nur so eine, nur so ein Hauch frische, aber wirklich ein Hauch. So wenig, dass man es also jetzt in dem Blue Magic noch nicht mal sagen müsste, Blue Magic Fresh oder so. Das ist also so minimal, so gering, aber ich schmecke es halt raus direkt. Ja, Blaubeere und eine leichte Süße. Nicht zu viel, aber ist auch nicht bitter. Gar nicht. Leicht süß nur. Und dann diese Frische. Schmeckt mir sehr gut. Ist also trotz, dass es künstlich ist und sicher nach Blaubeeren. So, das schmeckt. Und ja, andere Beeren liegen noch im Hintergrund. Ja, es hat so ein klein, ja, so wie Energy Drink würde ich auch nicht sagen unbedingt. Nee, 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 das passt nicht. Aber es ist nichts undefinierbar. Blaubeere, eine leichte Frische, leichte Süße. Ist also auch nicht zu viel. Nicht, dass es so pappsüß direkt einem auf der Zunge so. Das ist also auch nicht. Also ist recht gut. Das ist nicht schlecht. So, und dann bin ich jetzt mal gespannt. Aus Blueberry Cheesecake. Bis gleich. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt testen wir das Blueberry Cheesecake. Also ein Blaubeerkuchen. Gucken wir mal. Das haben wir. Erstmal fangen wir mit 15 Watt. Wie immer an. Ja, also das Erste, was rauskommt, ist Kuchen. Ja. Also das auf jeden Fall. Das schmeckt sowas von nach Kuchen. Das ist wirklich schon witzig. Ja, so ein dicker Biskuit ist das. Ja, ich mach mal ein bisschen höher. Ich komme es dann noch ein bisschen besser. Ja, dicker Biskuitteig, ganz sanft, samtig, dick und saftig ist der. Blaubeeren, soll ich vielleicht mit dem anderen mischen? Dann wäre es vielleicht noch besser. Ist schon witzig. Schon witzig. Ja, aber so ganz, ganz hinten entfernt sind Blaubeeren. Also so leicht, so leicht. Da müsste man wirklich ein Liquid, ein reines Blaubeerliquid, ein paar Tröpfchen noch so dabei, damit der Blaubeergeschmack intensiver rauskommt. Aber was hier wirklich Bombs im Vordergrund ist, ist ja. Der Cheesecake. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch das Erste. Auch wenn man, also an dem Fläschchen, wenn man dran riecht. Ja, das kommt. Allerdings beim Riechen ist noch mehr Blaubeere. Die merkt man. Aber auch der Kuchen. Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber schmeckt schon lustig. Nicht schlecht, was es nicht alles gibt, ne? Jetzt kommt so ein bisschen mehr Blaubeere raus. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich stelle noch mal ein bisschen höher. Nochmal auf 25.
Und dann. Ja. Wenn man ein bisschen höher stellt, dann merkt man es Blaubeere dann auch ein bisschen deutlicher. Dann rückt aber lustigerweise der Kuchengeschmack wieder ein bisschen in den Hintergrund. Also kann man variieren. Mag man mehr Kuchen, mag man mehr Blaubeere, so muss man mit der Wattzahl dann ein bisschen spielen. So ein bisschen Spielerei. Ich mache jetzt mal nicht direkt 30, dann gehen wir einfach mal auf 28. Schauen wir mal da. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Liquid, was eine höhere Wattzahl braucht, um sich richtig zu entfalten. Also so leichtere irgendwie, die brauchen was niedriger, die sind dann viel zu scharf, je mehr Watt man denen gibt. Aber das hier braucht auf jeden Fall eine höhere Wattzahl. Erst dann wird dieser warme Kuchengeschmack, der kommt also dann noch deutlicher hervor. Also ich bin ganz begeistert. Super lecker. Noch direkt noch mal ein bisschen. 33. Jetzt war er zu lange im Ofen. Also das ist nicht so wirklich meins. Aber so 28, das war echt gut. Super. Der Kuchen, ja, nach Kuchen, ganz satt, wieder ein bisschen mehr im Vordergrund. Also nicht so penetrant wie eben bei 15 Watt, aber satt, weich. Also ganz, ganz erstaunliches Liquid. Ganz erstaunt bin ich davon, wirklich. Und jetzt, also bei 28 kommt also die Blaubeere auch raus. Aber nicht zu viel, also nicht, dass man sagen könnte, so, bumm, hier bin ich, ich heiße Blaubeere und hab mich lieb. Also so gar nicht. Locker im Hintergrund, also man kann sich richtig vorstellen, der Kuchen und dann sind so ein paar Blaubeeren sind dann nur drauf. Gar nicht jetzt so wahnsinnig massig. Wenn man es so massig haben will, da sollte man sich vielleicht, wie ich eben gesagt habe, einfach ein Liquid mit ein paar Blaubeeren, also ein Blaubeer-Liquid da reintun, noch zusätzlich mischen. Aber so ist das ein warmer, satter Blaubeerkuchen. Wirklich toll. Also ich bin ganz begeistert. Niam-niam. Also da kriegt man richtig Hunger. Ganz, ganz toll. Ja, bin begeistert. So, das war also das American Stars Liquid Blueberry Cheesecake. Mal sehen. Und ich habe das also und das andere auch, das Blue Magic, das habe ich von Dampfdorado. Den Link lege ich euch wie immer unten in die Infobox. Und wenn ihr eins dieser Liquids schon mal ausprobiert habt, würde mich interessieren, wie es euch geschmeckt hat, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt, könnt ihr mir ruhig in die Kommentare dann unten schreiben. Das wäre schön. So, aktuell habe ich auch wieder jede Menge Liquids und auch Aromen hier. Und wenn ich mal für euch ein Liquid oder auch ein Aroma mal testen soll, dann schreibt mir das doch unten in die Kommentare. So, das war's für heute. Ich war also sehr begeistert von Blueberry Cheesecake. Und auch von Blue Magic, wenn es mir auch ein bisschen zu künstlich war. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Das war's für heute dann endgültig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!